servus und hello again, jetzt wieder der Marti und wir zocken den Handballmanager 2021 und es steht ein wichtiges Ligaspiel an, das spielt am 4. Spieltag. Wir müssen gegen den Club Blaustein spielen, die sind bisher sehr schwach gestartet, sind 18. Gut, wir sind 15. sind jetzt auch nicht viel besser, aber trotzdem im Moment glaube ich, nachdem wir das letzte Spiel gewonnen haben, könnten wir da jetzt wirklich was zeigen oder was verreißen. Ich bin guter Dinge, das Ganze findet ja am 15.8. den Samstag statt, also morgen im Spiel. Ich mag jetzt meinen Code erinnern, müssen wir nix. Also, nein, wo war ich denn? Mehr Info, was haben wir denn hier? Einsätze 3, ja. Note 2, 5, 2, 6, 2, 3. Statistisch. Hier nochmal die Tabelle. Club Blaustein, also 18. 0 zu 6. Wir haben immerhin 2 zu 4 Punkte. Also, gehen wir es an. Sebastian Vriesen. Vielleicht etwas viel, was ich ihm geboten habe. Trotzdem. So, und jetzt geht's los. Das Spiel gegen Club Blaustein. 8% sind wir eingespielt. Da haben wir natürlich noch Potential. Schneider ist verletzt. Also. Blaustein ist in der Gesamtstärke stärker, die Abwehr ist stärker, der Angriff ist stärker und im Torwart sind wir stark besetzt. Der Siegeswille bei uns ist aber wesentlich höher und die Stimmung ist auch besser. Der Trainingsstand ist in etwa gleich. Trainer Tim Lost und Simon Fuß. Was haben wir denn für Spiele? Komm ein Fahrt. 4 zu 3. 5 zu 3. Ja, sag mal. 5 zu 4. Latte. 6 zu 4. Abgewehrt. 7 zu 4. 8 zu 4. Das läuft nicht. 8 zu 5. 9 zu 5. 9-6, 10-6, 11-6, 11-7, 12-7, 12-8, 4 Punkte Rückstand, 13-8.
13,9 war er drin, oder? Nee, war nicht drin. 14,9. 14,8. Scheiße, ich dachte, er war nicht drin. Ja. Also 14,9. Abgeblockt. Abgeblockt. Richtig. Alter Schwede. Doch 6 Punkte ist viel. 16,11. Alter Schwede. Blamabel. Blamabel. 19,11. Gut, man könnte sagen, das war nix heute. Zu wenig, ja genau. Also, die Spiele. Blaustein Ammersee 25-16. Pforzheim gegen Kornwestheim 27-32. Oftersheim Schwetzingen gegen Heilbronn 25-33. Bayreuth Pfullingen 24-23. Rhein-Neckar-Löwen Plochingen unentschieden 28-28. Konstanz 2 Wilstedt 21-26. Leutershausen Oppenweiler 25-31. Ballingen Weilstetten gegen Pforzheim Eutingen 26-22. Und Germania Großsachsen gegen HC Erlangen 28-27. Damit jetzt zwei Mannschaften mit 7-1 Punkten vorne. Heilbronn, die haben ja gewonnen heute gegen Schwetzingen. Und Wilstedt, die haben gewonnen gegen Konstanz mit jeweils 7-1. 6-2 haben wir bei Ballingen Weilstetten. Gewonnen heute Kornwestheim. Gewonnen heute und Pforzheim Eutingen. Die haben verloren gegen Ballingen Weilstetten. Wir sind jetzt unten 2-6 Punkte. Lochingen ist noch schlechter mit Lochingen und dann haben wir noch eine Mannschaft da unten. Leutershausen jeweils 1-7. Lochingen und Leutershausen. Wir müssen jetzt dann als nächstes gegen Pforzheim spielen. Das wird schwierig. So, ich denke, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem vierten Teil. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Servus und bye bye.